Also, jetzt sind wir auf jeden Fall hier in dieser Höhle und müssen das Drachenei finden. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich gebe es zu. Aber macht nichts. So, hier über die Plattform. Erstmal hier unten lang. Weil da oben müssen wir gleich hin und eine Kanone abfeuern. So, aber für die Kanone brauchen wir hier Gunpowder. Das finden wir hier. Und jetzt können wir zu der Kanone laufen. Ach ja, der kleine Flynn. Weggenoggert. Jetzt müssen wir hier hoch. Dafür haben wir das nämlich gerade kaputt gemacht, damit wir jetzt ich glaube, über diese Pendel springen können und dann finden wir den Schlüssel und mit dem Schlüssel müssen wir dann zur Tür hier vorne. Ah, schaffe ich das? Natürlich nicht. Das war so klar. Das war so klar. Und jetzt laufe ich auch noch in die falsche Richtung, weil ich Angst vor den Killerratten hier hatte. Übel fiese Ratten sind das. Also nochmal. Tada! Schlüssel. So, und den Schlüssel brauchen wir hier für diese Tür. Und was finden wir hier? Das Drachenei. So, damit können wir dann jetzt, oder müssen wir vielmehr wieder zu Johnny. Captain Johnny. Na, erst noch mal ein bisschen Energie auftanken hier. Diese ganzen Kisten spawnen auch jedes Mal, wenn ihr die Area verlasst und wieder betretet, sind die wieder alle neu da. So, Johnny, hier dein Ei. Was ist los hier? Ja, der hatte gesagt so, ja, dann lass uns mal heute Nacht treffen. Und dann können wir los hier. So, jetzt segeln wir nämlich hier zu der abgefahrenen Hütte. Um irgendwas zu tun. Und ich weiß tatsächlich nicht mehr was. Oh, das war schon mal falsch. Ach ja, ich liebe die Steuerung dieses Spiels. Ich liebe sie. So, hier hoch.
Ich sag ja, ich liebe es. Das ist halt, weiß ich nicht, wenn man so andere Jump'n'Runs, nenne ich sie jetzt einfach mal, 3D-Hüpf-Plattform-Spiele gewöhnt ist, wo die Steuerung einfach viel mehr on point ist, dann muss man sich hier echt umgewöhnen. So, hier an den Dingern vorbei, dann die Melone auf den Schalter werfen, damit hier die Stacheln runtergehen. Ach so, die übrigens auch, weiß ich nicht, wenn man dagegen läuft, einem manchmal Energie abziehen. Aber nicht jedes Mal. Der ist aber einfach schon einen Schritt vorher darüber springen. So, hier gibt's neues Health. Alles klar, ab nach oben, weil wir wollen natürlich von oben da einsteigen, weil Haupteingang ist natürlich, also wer lässt denn die Eingangstür offen, außer die verrückten Amis, aber so. Hier hoch, also so, das hat man vielleicht jetzt nicht gesehen. Die letzte Plattform hier vor diesem Hängeding, die zieht sich ein. Ne? Also seid da ruhig ein bisschen vorsichtiger als ich gerade. So. Dann hier hoch. Hier gab es, glaube ich, nichts. So. Hier muss man zuerst den Schalter hier benutzen, damit sich das absenkt. Dann muss man hier lang und sich erstmal die Melone schnappen. Und auf dieser Plattform, die wir abgesenkt haben, platzieren. Nicht werfen, sonst geht die kaputt. Ich meine, die erscheint dann da neu, aber dann habt ihr halt nichts gewonnen. Dann schickt man die Plattform wieder hoch. Geht andersrum. Also nicht da lang, sondern hier über die sich bewegenden Plattformen, wenn man nicht zu blöd ist. Und mit der Melone wieder hier gegen den Schalter. Und Ronan. Ronan! Ronan! Nein, ich weiß, es war Anish! Kennt jemand von euch Anish? Anish! Von Ruckzuck? Nein? Okay. So, hier muss man mit dem Buch quatschen, das erzählt dir irgendeine Geschichte. Das findet man auch später nochmal und erzählt die Geschichte dann weiter und so. Aber ja, uns geht es eigentlich darum, hier eine Melone auf den Schalter hier zu legen. Und ich empfehle sehr, die Ratten, die hier rumlaufen, die ersten paar auf jeden Fall kaputt zu hauen, weil. Ja, sonst schafft man es einfach nicht. Wenn die einen einmal treffen mit der Melone in der Hand, dann lässt man die halt fallen. So, das hat der Schalter hat diese Kanone hier abgesenkt, die müssen wir usen. Yay! Und wen sehen wir da? Johnny! Unser Held! Rette mich! So, nach dieser kleinen Cutscene sind die Ratten auch wieder beruhigt. Ich springe in aller Seelenruhe auf das Schiff und hau rein. So, und durch das Buch haben wir jetzt halt rausgefunden, glaube ich, dass wir hier ein geiles Schwert finden können. Ja. Wie gesagt, also wenn ihr das Spiel erleben wollt, müsst ihr euch irgendwelche Let's Plays angucken. Ich versuche das hier einfach so schnell wie möglich, mit allem Nötigen zu zeigen, wo es lang geht und wo die Relikte sind.